nicht, dass du auch noch reinfällst. Hast du angerufen? Ja! Hey, wo sind die verdammte Scheiße? Wir brauchen Taucher! Kim! 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 Kim, wo bist du? Kim! Mann! Was ist denn, wenn die abgetrieben ist? Wenn die... Kim! Was? Kim! 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 Oh, Scheiße! Kim! 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 Scheiße, Scheiße! Kim! 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 Kimmy! Kim! Kim! Kimmy! Kim! 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 Kimmy! 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 Kim! Kimmy! 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 Kim! Kimmy! Kim! Kimmy! Was ist denn? Ich weiß es nicht, was ich für nichts. Kimmy! Kimmy, bitte atme! Kim, es tut mir leid! Es tut mir leid, Kim! Kimmy! Mach mal! Was? Mach mal! Kim! Kimmy darf einfach nicht sterben. Meine Kleine muss leben, Mann. Ich werde mir und den anderen das niemals verzeihen. Wieso konnte ich sie denn nicht beschützen? Entschuldigung, sind Sie Arzt? Ja. Ich wollte mal kurz fragen, wie es meiner Kimmy geht. Kim Terenzi, die liegt hier, war... Die hat im Wasser gelegen. Wissen Sie, wen ich meine? Ja, aber darf ich Ihnen überhaupt Auskunft geben? Ich bin der Ziehvater. Ah. Na gut, also Frau Terenzi wird gerade noch untersucht. Man kann zurzeit noch nichts Genaueres sagen. Ist sie denn schon wieder aufgewacht? Nein, leider auch nicht. Sie wissen ja, sie war stark unterkühlt. Hatte viel Wasser in der Lunge und auch Alkohol im Blut. Ja, das weiß ich. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall abwarten. Und sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, melde ich mich noch mal bei Ihnen, ja? Hast du nicht schon mehr als genug angerichtet? Sag mir bitte, dass sie lebt, Basti. Die wird untersucht. Die ist immer noch nicht aufgewacht. Es tut mir leid. Basti, wirklich, es tut mir wirklich leid. Was denn? Was tut dir leid? Was denn? Dass du, Mike und Connor, sie immer wieder als Lügner beschimpft habt? Dass ihr sie immer wieder unter Druck gesetzt? Das tut dir leid? Du hast sie doch gestern unter Druck gesetzt. Immer und immer wieder, bis sie Kenny geflüchtet ist. Paula, du hast sie auf diese Scheißbrücke getrieben. Nein. Kim wollte sich selbst töten, verdammte Scheiße, noch mal, weil sie es nicht mehr aushalten hat. Was ist das? Ich dir eins. Kim nicht mehr aufwacht. Sag das. Dann mach ich mich dafür verantwortlich. Ich bin, was die bin. Du bist dafür. Hau ab. Hau einfach ab, Holle. Hau ab, Mann! Das wollte ich gar nicht vergessen. Ich hoffe so sehr, dass meine Kimmy wieder aufwacht. Ich verstehe das nicht. Wie konnte denn das so weit kommen? Ich weiß nicht, was ich tue, wenn meine Kimmy stirbt. Das darf einfach nicht sein. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir irgendwas verhindern hätten können. Oder irgendwie das ahnen können oder... Kann das so weit kommen, Basti? Kann das so weit kommen? Tut mir so leid, was Kimmy in den letzten Wochen durchmachen musste, ey. Wünsche ich keinem
Es ist eine Vergewaltigung, Mann. Er hat sie befragt durch die Polizei und die Angst, dass ihr Mike, Connor oder Paula wieder auflauern und sie belästigen und... Warte mal. Was heißt denn hier wieder? Basti. Liegt Kim wegen denen hier? Ist sie deswegen hier? Was? Oh mein Gott. Ey, da kennt Paula nicht mehr wieder. Ich kann einen erwachsenen Menschen, jung mit Mädchen, in den Selbstmord treiben. Kriegen das schon hin, okay? Kim. Kim. Kim hier. Hey. Du bist in Sicherheit. Alles wird gut. Du wurdest ans Ufer gespült. Ich hab dich aus dem Wasser gezogen. So was darfst du nicht noch mal. Du bist im Krankenhaus. Guck, Nick ist auch hier. Okay. Guck. Ja, alles klar. Hm? Warum hast du mich nicht einfach liegen lassen? Ich wollte nicht hier sein. Ich kann nicht mehr. Ja, aber Kim, das ist jetzt... Wir haben uns echt Sorgen um dich gemacht, ja? Und das kriegen wir alles hin, ja? Hm? Paula? Gibt's was Neues? Ich finde, da können wir uns alle mal schön bei Paula und Connor bedanken. Was? Hä? Ist doch so. Ganz ehrlich, wenn ihr beide die nicht so unter Druck gesetzt hättet, dann wäre sie auch nicht irgendwann ausgerastet und versucht, sich umzubringen. Du musst gar nicht so dumm lachen. Ey, was soll denn das jetzt? Ja, das ist halt so. Ganz ehrlich, ich habe lange genug meine Fresse gehalten, aber irgendwann reicht's auch mal. Ich bin halt mit Kim befreundet. Und ich habe auch gehört, dass du sogar noch mal bei Kim und Nick und so warst, ne? Ja, genau. Und da hast du sie unter Druck gesetzt, noch mal. Damit sie endlich die Wahrheit sagt. Nee, Paula. Die Wahrheit sagt, ja. Hm? Was hast du jetzt schon wieder zu kommellen? Meine Fresse, bist du mal auf die Idee gekommen, dass sie einfach nicht mehr mit den Lügen leben konnte? Dass sie sich deswegen töten wollte? Ja, bin ich. Sich deswegen schön aus dem Schneider ziehen wollte? Aber bist du auch mal auf die Idee gekommen, dass sie vielleicht die Wahrheit sagt? Oder hast du irgendwelche Beweise? Hast du irgendwelche Beweise? Bitte einfach aufhören damit. Nick hat geschrieben. Kim ist aufgewacht. Was ist sie? Ja, ich gehe jetzt zum Krankenhaus. Kim ist aufgewacht. Ich will noch mal, ich komm mit. Ja, komm mit. Meine Güte. Komm mal. Oder was soll das? Du gehst jetzt nicht hinterher ins Krankenhaus. Doch. Nein, was sagst du? Wie gesagt, mit den Lügen ist jetzt Schluss. Ja, Connor, ich weiß, Connor, aber Kim ist gerade aufgewacht. Das ist mir scheißegal. Sie hat sich dennoch von der Brücke gesprungen, okay? Und ja. Basti will uns einfach... Sie wollte einfach abhauen. Dann säß mein Vater jetzt lebenslänglich im Gefängnis als Vergewaltiger. Weil niemand mehr das... Ich weiß, aber bitte, Connor, nicht in der... Ey, ja, der geht doch jetzt nicht alleine dahin. Dann gehe ich da mit. Nein, Toni. Nicht noch mehr. Ich gehe, okay? Danke. Connor! Ja, ich will auch, dass Mac aus der U-Haft rauskommt. Aber Kim hat gerade versucht, sich ihr Leben zu nehmen. Ich halte es nicht für besonders klug, sie jetzt weiterhin unter Druck zu setzen. Der Zustand von Frau Terenzi scheint stabil zu sein. Sie hat auch weiter keine Verletzungen außer ihren Prellungen. Sie hatten was zu tun. Ich würde sie aber heute Nacht noch hier behalten zur Beobachtung und dann morgen früh nach Hause entlassen. Okay. Ja? Ja. Und im Weiteren halte ich eine psychiatrische Behandlung auf jeden Fall für empfehlenswert. Was? Ich will in keine Psychopie mehr. Okay. Herr Dr. Kolten, ja? Danke schön erstmal für alles. Ich akzeptiere natürlich den Wunsch von meiner Patentochter. Ja? Ich werde mich aber dennoch trotzdem um weitere Hilfe kümmern. Ja, halte ich auf jeden Fall für wichtig. Ja, vielen Dank erstmal für den Tipp. Ja.
Hey, ihr Bienen, grüßt euch. Hey. Gibt's irgendwas Neues oder so? Sie ist wach und geht soweit den Umständen entsprechend gut. Ihr könnt gerne reingehen und freut sie sich bestimmt. Was macht ihr denn zum Teufel? Wir noch mal was machen. Wir wollen wissen, wie es Kim geht. Redet Chinesisch? Ich hab dir gesagt, ihr sollt euch hier verziehen. Wirklich. Ist die wach? Und du, Sohn eines Herge... Connor, Alter, bist du hier? Einer. Was? Was? Mhm. Hey. Ist die wach? Ja, sie ist wach. Und? Ja, dann kann ich doch jetzt mal erklären, warum sie von der Brücke gesprungen ist, oder? Scheiß wird sie machen. Ist doch wohl ganz klar, warum sie von der Brücke gesprungen ist. Ja, es ist auch richtig, weil sie nicht mit der Schuld leben kann, dass sie meinen Vater gerade zerstört. Alter, seid ihr wirklich so dumm? Leute, richtig? Kim wollte sich gestern das Leben nehmen. Nick, okay? Das wissen wir. Ja, und was macht die dann hier? Hä? Wir wollen mit Kim reden. Mit ihr reden? Ist eine super gute Idee. Jetzt ein Tag nach. Danach. Garantiert nicht, Mann. Akzeptiert ist, dass dein scheiß Vater ein dreckiger kleiner Vergewaltiger ist. Und jetzt haut sofort ab. Haut sofort ab. Ohne Scheiß. Lass Kim jetzt in Ruhe. Ein für alle Mal. Dass ihr euch traut, hierher zu kommen, Alter. Connor! Ey! Kim. Pack Kim einmal an, ich sag's dir, Alter. Kim. Guck mal, du hast jetzt die Chance, die Wahrheit zu sagen. Du kannst doch offensichtlich nicht mit der Lüge leben. Es reicht doch jetzt, Connor. Ihr seht, ihr seht doch schon. Kim, rück einfach mit der Sprache raus. Komm. Kim, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, was passiert ist. Und ich weiß, dass es dir schlecht geht. Und ich weiß, dass du bestimmt auch Rache üben wolltest an Mike. Aber Kim, du weißt ganz genau, dass Mike unschuldig im Gefängnis ist. Und wenn du jetzt die Wahrheit sagst, dann verhinderst du, dass er wirklich jahrelang Paula, wirklich. Drin. Paula, es reicht Nein, doch jetzt. Nein, es reicht Kim, doch jetzt, wirklich. Bitte. Schatzi, das musst du nicht Kim, ruh dich ein bisschen Paula, jetzt geh. Fass mich nicht an. Dann verpiss dich. Raus jetzt. Ihr seid so lächerlich. Alle beide. Guck dich mal an, Alter. Ist das arm, Alter. Die sind dein Papa, Alter. Wie lange wollt ihr eigentlich noch weitermachen, ne? Nee, komm, wie lange bist du tot? Das müssen wir uns nicht anhören. Ey, verschwindet hier, sonst rufe ich die Polizei und zeig euch Beine an wegen Belästigung oder irgendwas. Ich hab... Entschuldigung. Ey, das wird jetzt wirklich langsamer Zeit, dass Mike der Prozess gemacht wird, damit die Seansgeschichte endlich mal ein Ende hat und Kim endlich mal wieder ein normales Leben leben kann. Nee, ich hab keine Ahnung. Eigentlich habe ich auch keine Appetit. Ich verstehe nicht, wie verzweifelt man sein muss und wie einsam, dass sie sich von der Brücke stürzte, fast gestorben wäre. Alter Scheiße, es reicht, Peggy. Kannst du mal aufhören, Mitleid mit dieser Schlampe zu haben? Meine Fresse, hab mal Mitleid mit meinem Vater. Dein Vater? Der ist der Einzige, der hier irgendwie Leid abkriegt. Leid? Sie wäre fast gestorben. Dein Vater ist gerade unerwartet, ja? Ja, richtig. Sie wäre fast gestorben. Die wollte einfach abhauen. Die wollte abhauen. Und was dann? Dann kann keiner mehr die Wahrheit sagen. Dann bleibt er einfach im Knast sitzen. Unschuldig. Scheiße, aber nein, wirklich. Was regt mich doch auf? Ich meine, ganz ehrlich, die Wahrheit wird doch eh nicht rauskommen. Keiner glaubt ihm. Keiner. Aber Quatsch. Die Wahrheit wird wieder... Ach, komm. Es wird alles gut. Bei mir wird auch alles gut. Ja, danke schön. Ja, gerne. Auch keinen Appetit mehr. Ich habe die ganze Zeit versucht, hoffnungsvoll zu bleiben und Connor Mut zu machen. Aber langsam glaube ich selber nicht mehr daran, dass Kim irgendwann noch die Wahrheit sagen wird. Da geht's denn her? Bisschen besser als nach der Aktion. Geht so. Tut mir total leid, dass es dir halt so eskaliert ist. Ich hätte dich viel besser vor Paula und Connor beschützen müssen. Auch gestern, als ich Paula so bedrängt hat. Ich dachte jetzt, wo Mike im Knast sitzt, da wird alles besser. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dir fühlt wird nur schlimmer. Basti, dir muss nichts leid tun. Doch und doch. Mann, das tut mir so krass leid, weil du alles in deinen jungen Jahren durchmachen musstest jetzt und was dir angetan wurde. Ich verspreche dir eins, mein Schatz. Wir werden beide ein richtig schönes neues Leben anfangen, okay? Mike wird für das, was er dir angetan hat, wird er richtig lange im Knast schmoren. Richtig, richtig lange. Und wir beide, mein Schatz, wir werden zusammen neu anfangen. Okay? Steve. Und ich werde immer für dich da sein. Ich habe das alles nicht verdient. Das ist ganz anders, als du denkst. Guck mal, ist doch normal, dass man durcheinander ist.
Aber du bist hier das Opfer, Baby. Mike ist der Täter. Und der gehört für das, was er dir angetan hat, eingesperrt. Guck mal, du weißt doch noch gar nicht, was jetzt kommt. Dein Papa ist noch nicht für schuldig gesprochen. Was ist, wenn ich den jetzt nur noch im Knast besuchen kann? Ich kann... Fuck. Recht. Womit? Womit sollen die denn recht haben, bitte? Mike hat mich nicht vergewaltigt. Wir waren noch im Krankenhaus. Du wurdest untersucht und alle, die Polizei, die glaubt dir doch. Und ich glaub dir auch. Mike hat mich nicht vergewaltigt. Gelobt. Nee. Basti, es tut mir leid. Basti. Es tut mir leid. Basti. Die ganze Geschichte haben sich nur ausgedacht. Es ist nie zu einer Vergewaltigung gekommen. Ja. Was passiert jetzt mit mir? Das ist schwer zu sagen. Also Sie haben eine Straftat vorgetäuscht, die nie passiert ist. Nein, Körper! Lass mich in Ruhe. Wie lange möchtest du denn noch hier übernachten? Na, bist du mir besser hier. Ah, jetzt wird's aus. Ich hab gerade mich blöde bewegt wieder. Ach du Scheiße, das brennt auf dem Hausboot. Katze, hast du schon die Feuerwehr gerufen? Ich stopp, Mandy. Wir müssen Piet. Nein, wir müssen Piet nicht rausholen, weil noch einen Tag mit Piet halte ich nicht aus.